Liebe Tagebuch, die Arbeiten, Rainer geht hier gut vorwärts. Rainer hat mir schon Sachen gezeigt, wir können gut miteinander arbeiten, das funktioniert 1A. Freue mich auf die nächste Arbeit und bin mal gespannt, wann der Rainer den Feierabend macht. Wir haben 17.44 Uhr. Ich denke, da muss gleich mal was passieren, aber vielleicht schaffe ich ja noch die Bäume runter, muss ich ein bisschen Akkord arbeiten, kann mich nicht so viel unterhalten. Hoffe, ich werde nicht abgelenkt heute. Und werde direkt weiterarbeiten. So, die Holzer hier. Die Bäume aus der Perspektive kann man die sehen, wo man da ansetzen muss. So. Das habe ich jetzt gut in den Griff, dass die Bäume in die andere Richtung fallen, nicht in Richtung Straße, da kann nichts passieren. Das ist wichtig. Rainer hat gesagt, Sicherheit geht hier immer vor. Bei uns ist Duisburg ist nicht so wichtig, die Sicherheit. Da können wir auch schon mal den Baum umlegen. Aber Bäume gibt es nicht so arg viel. So, müssen wir gucken, machen vielleicht erstmal hier die Seite frei. Und dann können wir die in der Nähe der Straße machen. Der Rainer ist bestimmt wieder unterwegs. Gucken, ob der Ahmed ans Telefon geht. Hallo? Ja, hallo Ahmed. Hallo, was? Rainer, hallo. Warte eben, muss eben die Maschine, ist zu laut, kann ich nicht gut verstehen. Moment eben. So, der Baum geschnitten. So, jetzt, ich kann dich gut verstehen, bin an die Handy dran. Darf ich nicht arbeiten mit dem Handy am Ohr, habe ich gehört, sagt der Polizist, glaube ich. Ja, du solltest am besten mal hier hinten, wenn du Richtung See über die Brücke rüberfährst. Ja. Ist hier abgesperrt, da ist ein Baum, der kurz vorm Umkippen droht. Da bräuchten wir einmal die große Maschine, dass wir den mal eben einmal umsägen. Da fahr ich sofort hin, was kann ich machen? Ja, ich bin hier vor Ort, ich warte hier auf dich. Ich komm, Rainer, bis gleich. Bis gleich, tschüss. Tschüss. Rainer braucht die Hilfe und ich denke, das muss schnell gehen. Deswegen einklappe ich die Maschine zusammen. So, Ansicht. Schön die Arme auf die Seite. So, gucken, dass hier keiner kommt. Nicht, dass ich einfach auf die Straße fahre. So, jetzt kann ich weiterfahren. An der Brücke hat der Rainer gesagt. Wenn das direkt an der Straße ist, muss abgesperrt werden, hoffentlich. Aber da stehen schon ganz viele Leute. Mit einem großen LKW. Gibt ganz schön viele Arbeiten hier für die Forst. Wir drehen ein bisschen. Da kommt wieder der Raser um die Ecke. Guckt euch das an, der einfach fährt hier die ganze Zeit auf die Straße rum. Da ist er. Hallo? Hallo? Ach, hallo? Ahmed, so, komm mal her, guck mal hier. Und zwar der Herr. Hier, dieser Baum, Ahmed.
Den müssen wir. Ja, ich würde jetzt erstmal gerne mit dem Herrn Horn unter vier Augen sprechen. Den müssen wir platt machen. Und ja. Am besten hier erstmal hinlegen, dass er erstmal, nur dass er nicht umkippen kann auf die Straße. Doch, Rainer, Herr Horn, machen wir später, wenn alles geklärt ist. Gehen wir am besten mal ein Stück zur Seite. Genau, lassen Sie uns mal zur Seite gehen. Rainer, wenn ich den umlege, und zwar nach hinten lege, dann der fällt auf die Straße, dann müsste die Polizei einmal absperren. Ist eh schon abgesperrt. Ist ja schon abgesperrt. Gut, ja. Dann kann ich den umlegen, der fällt einmal auf die Straße. Bitte weit weggehen, Rainer sagt immer, Sicherheit geht vor. Ja, ich sperre die Straße von dieser Seite ab, wenn du durch bist, stelle ich mich da quer hin. Ich steige in die Shampoo ein. So, da müssen wir. Können wir direkt helfen, die Polizei immer gut da einen Druck machen. Wenn wir so schnell Hilfe machen können. Licht an hier, das ist wichtig. So. Hey Rainer! Ja? Hörst du mich? Ich komm angerannt hier. Richtig, du brauchst hier nicht absperren. Ich hab da vorne mein IFA hingestellt, bei meinem Hof direkt quer. Ach so, an der Brücke, da kommt keiner mehr durch. Ja, gut, ich fällt meinen Firmenwagen dann auch weg. Rainer! Rainer, ist dieser Baum hier richtig, wo ich stehe? Ja, siehst du doch, hier ist alles kaputt, guck da. Der muss platt. Christoph, fahr weg. Sonst ist kaputt, Auto. Ja. Der ist hier nebenhin, dann passt besser. Ich kann nicht an diese Land dran. Müsste dann die Stadt, ne? Ja, warte kurz. Wollen wir mit der Stadt mal sprechen, ob wir die überhaupt umlegen dürfen, nicht, dass die mit uns meckern. Probier mir. Ich kann dir sagen. Ah. Achtung! Oh, Baum fällt! Ah, Achtung! Oh, Achtung! Baum fällt! Oh Gott. So, genau. Jetzt ziehst du den mal hier hinten schön weit drauf. Weiter. Hier kann ich die wieder nicht schneiden und ablegen. Muss weiter vorne ablegen. Muss hier weiter sonst rüberfahren. Wenn ich dann mach hier, wo mein Auto steht. Da kannst du machen, weil hier ist gute ebene Fläche. Ich gucke, ob ich mit die kleinen Maschinen den da hinziehen kann. Der muss erstmal noch liegen bleiben, bis alles geklärt ist, wer die Kosten übernimmt. Wir haben ihn jetzt erstmal nur gesägt. So. Ja. Ja, alles klar. Soll ich schiebe mit Trecker? Ich kann den, der kommt. So, die Baum ist... Noch weiter, noch ein Stück. Noch weiter ziehen. Achtung, super. Hinter mir, der. Vorsichtig mit dem Auto hier. Super, stehen lassen, liegen lassen. Den Baum einfach liegen lassen hier? Genau, jetzt müssen wir erstmal alles klären. So, Martin. Wir lassen den Baum jetzt hier erstmal liegen, bis du alles geklärt hast. Wenn du uns die Freigabe gibst, räumen wir den nachher mit weg. Klar, den ladet gleich auf, transportiert den ab und die Rechnung dann an mich. Ja, okay, gut, machen und wir. Und ich werde dann alles weitere dann in die Wege leiten. Okay, dann lass uns hier mal an der Seite gehen, weil das. Ah, die ganzen Sägespäne, merkst du das? Yeah. Ja, die Maschine ist schon ein bisschen älter, das ist noch nicht so alles so. Ja. Ja, gut, Jungs, dann macht mal weiter. Ja, machen wir. Achmed? Ja, ciao. Rainer, ich leg den hier, ich hab gehört, wir können den schneiden. Genau, du machst das eben, ich fahre jetzt eben schnell, mach den Anhänger leer, dann hole ich den hier weg und du kannst ja drüben weiterarbeiten. Ich fahr zurück an die Baumstämme. Super. So,
wir haben die Polizei geholfen. Ich denke, das ist immer gut, wenn du schnell der Polizei helfen kannst. So, gucken, dass hier keiner mehr mit dir rumfährt. Und hinter den Rainer her, da steht noch die Polizei. So. Mit der großen Maschine können wir fahren zurück, aber mit die 15 km/h. Wir kommen heute vielleicht noch an. Das ist schon eine Überstunde. Habe ich vergessen, Rainer noch zu fragen wegen die Stunden, wann der Feierabend macht. Aber der Rainer ist ein Arbeitstier. Da kann man schon feste sagen. Hier ist eine Gewimmel wie auf die Haufen wie die Ameise. Muss ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier ganz ordentlich verhalten. Die gucken immer, sind immer sehr skeptisch. Drin. Die klappt mit Ahmed, so klasse. Ich glaube, das wird doch was, das wird. Ich glaube, wir können den Betrieb vom Vater richtig schön. Ahmed ist gerade in die Ortschaft hier eingekommen und schon den zweiten Auftrag bekommen. Geht bergauf. So, hier liegt eine ganze Menge Holz. Ich bin nur gespannt, was das alles bringt an die Geld. Aber ich denke, wir haben sicher genug Geld für die Essen auf den Tisch. Gibt es heute Abend bestimmt lecker Abendbrot, vielleicht kleine Döner. Ich weiß gar nicht, ob die hier was haben, was die normalerweise essen. Ich habe nicht gesehen, dass der Rhein da hat ein Haus. Ich weiß nicht, der wohnt vielleicht in die Stadt. Ich habe gar nicht mit Rainer gesprochen. Wir sind heute angekommen, direkt hier gearbeitet. 3 Tage in die Zug und die Bus. Und schon hier auf die Arbeit mit der schweren Maschine. Muss vielleicht doch einmal schlafen in der Zukunft. So, Rainer hat gesagt, immer hier schön auf einen Haufen, der das schieben kann. Mit dem Frontlader kann mehr was gleichzeitig aufnehmen. Wenn wir noch die kleine Maschine hätten, könnten wir noch die Fräse noch benutzen. Müsste mal schauen. So, mit den Bäumen noch. Soll gleich mal gucken, wo die Rand ist hier. Die der Bauer gesagt hat, nicht, dass wir zu viel schneiden, aber der hat auch gesagt, nicht schlimm, wenn weiter ist. Der will sowieso irgendwann alles wegschneiden hier. Ahmed zurück, mal gucken, wie weit der ist. Nur leider dauert das so lange mit dem an. Ich glaube, ich muss heute noch mal den Händler anrufen. Das muss schneller gehen. Mal gleich mit Ahmed reden, was er meint, was wir an Kosten ausgeben. Oder ob er das vielleicht auch mit Magen gemacht brechen kann. Gehen wir als Brüder hin, 2 sind stärker gegen 1. Was ist das denn hier für ein Winzbaum? Da lacht die Maschine, da lacht sogar diese Maschine drüber. Denn die. Das kann man kaum als Baum bezeichnen, das ist ja ein Setzling. Die kleine, kann ich die schneiden? Trotzdem, die ist so klein, oder? Guck. Kannst du den nicht schneiden, oder? Doch, kannst du schneiden, wenn du gehst ganz unten dran, aber der fliegt dann durch die Gegend, dieser kleine Winzbaum.
Wer hat das Dings gemacht? Dein Leben lang. Ach, wir müssen nach vorne gucken. Aber ich glaube, die Tage muss ich mal wieder abnehmen. Ich habe mit dir, Rainer, noch nicht gesprochen über die Vater. Heute würde mich aber vielleicht doch interessieren. Heute Abend vielleicht bei der Abendbrot. Könnten wir mal sprechen? So, das noch hier in der großen Baum. Nur so gucken, dass der so ansteht, dass der wegfällt von der Richtung fällt. Ne? Vielleicht bevor ich schneide, gucken, kein Drescher in die Weg. Der fällt korrekt, sehr gut. So, liebe Leute, ja, machen wir mal hier im Normalspiel den Baum, den wir noch eben wegschneiden. Aber sagt mir, ob euch die Folgen gefallen haben. Natürlich, wir machen hier jetzt gerade viel Holz, aber darum geht es auch nicht, das muss hier fertig werden. Wichtig ist natürlich, was haltet ihr von den Erinnerungsspielchen, die Torben und ich zusammen machen, die immer so zwischenkommen, wo wir gar nicht miteinander sprechen, sondern einfach nur in Gedanken verwegen sind. Ich finde das ganz klasse, ich finde das richtig gut. Also vielen Dank auch dafür, das macht richtig Spaß mit dir. Gerne. Und ja, liebe Zuschauer, lasst uns natürlich ein Däumchen da, wenn euch das auch gefällt, und ein Abo. Und wie gesagt, schreibt uns da rein, was ihr davon haltet. Wir nehmen hier immer in großen Staffeln auf. Das heißt, wir werden später erst eure Kommentare lesen und werde vielleicht in einer Sonderfolge dann auch mal darauf eingehen, dass wir einfach da ein bisschen euch mit reinnehmen und das rausnehmen. Und dann sagen wir beide noch Tschüss für heute. Genau, tschüss und bis zum nächsten Mal und lasst gerne einen Daumen da. Alles Gute, bye bye und ade.